und los. Und dann jetzt. Beste Introduction ever. Man merkt wirklich die Professionalität, die hier dahinter steckt. Man merkt sie schon, gell. So. The wise. Können wir zu den weisen Leuten? Have I ever told you the tragedy of Darth Plague is the wise? Oh, no. He can save others from death, but not himself. Der Übermütige stirbt natürlich als erstes. Übermut tut selten gut. Die haben nämlich solche... Was ist mit dem los? Wie viele Shotgun-Shells hat der bitte gefressen? Ich hab keine Ahnung. Und der stirbt mit einer. Du musst direkt dort, wo der Brustpanzer aufhört und das Tanktop anfängt, sind die lebenswichtigen Organe. Genau. Genau. Genau dort. Genau dort. Clean shot. Oh yeah. Bam. Und bam. Und bam. Geiles Commentary. Und bam. So vergibt er 5 clean shots in a row, da gibt's sogar Killstreaks. Das Revolver-Magazin von der Shotgun war saugeil. Man muss aber eines sagen, egal wer diese Anarchisten sind, sie gehen in ein nices Gym, weil die Brustmuskeln sind schön ausdefiniert. Sie sind ein bisschen sehnig, potenziell etwas unterernährt, was in Anbetracht der Apokalypse aber nur zu verständlich ist. Würde ich auch sagen. Also aber das Workout stimmt einfach, verstehst du? Dass die nicht die geilste Nutrition kriegen, ist glaube ich klar. Aber da merkt man die Menschenjagd und das... Das hält fit. Das hält fit. Also Menschenjagd ist für die Kondition sehr zu empfehlen. Und ich habe die ganze Zeit meine Finger in der Pappen. Ich muss die mal rausnehmen, sonst versteht man mich nicht richtig. Why? Ich weiß es nicht. Ich will irgendwie meine eigenen Finger essen. Da merkt man, dass wir in Hell sind, weil das wird immer verrückter. Die Nutrition ist nicht gegeben. Ich habe keine Protein Shakes von proteinshakes.com. Please sponsor. Please sponsor. Was ist mit mir? Jetzt bin ich komplett wieder. Du musst mit der Shotgun echt sehr, du musst sie ein bisschen herkommen lassen. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen und bam. Und bam. Und bam. Und bam. Und bussi bam. Und bussi bam. Jetzt muss ich lachen, jetzt bin ich noch konzentriert. Ich finde das voll irritierend, wie der Pointer da so nervös herumzuckelt. Oh, da haben wir Tag 5 geschafft. Jetzt ist einmal Sabbat. Am Sabbat ruhen auch die Anarchisten, hoffe ich. So, eine Stage geht sich noch aus, wir sind jetzt bei 3 Minuten. Sehr gut. Ja, dann baller rein die Munition. Aber alles, was geht. Ich baller die Shotgun-Muni rein. Die Shotgun ist wirklich nice. Also, ich entschuldige mich bei der Shotgun. Für alles, was ich hier angetan habe. Dass du sie für komplett underpowered gehalten hast. Ich habe noch nicht richtig geaimt. Das war das Problem. Fuck. Ja, die Trickshots sollte ich vielleicht lassen. Alter, dieser Pointer, der ständig im Kreis herumgeht, das macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn. Der Pointer symbolisiert deine Kriegsneurose. Du bist eigentlich schon komplett woogie-woogie jedes Mal, wenn du wieder im Kampf bist, weil da erinnerst du dich an die alte Zeit. Den Krieg. An Krieg. Als den Mann neben mir aus dem Schützengraben geblasen hat. Boom. Alter, jetzt hast du wieder einen verschenkt, Herst. Ich wünsche keine Kritik. Ich bin ja das einzige Regulativ. Du bist das einzige Regulativ. Ohne uns hätte man nicht mal einen Montag überlebt. Was machst du? Was? Was war das gerade? Was war das für ein Sacher Hund? Der hat die Balls of Steel. Egal wie du auf dem in die Balls geschossen. Nein, auf die Entfernung schießt er mit der Shotgun nicht. Jetzt. Ich finde das so geil, wie du einfach
komplett meine Spielweise kritisierst. Dafür habe ich dich, will, dass wir überleben. Dafür habe ich dich nicht vors Mike gezerrt. Dafür wurde ich nicht eingeladen. Dafür hast du mich nicht vors Mike gezerrt. Eigentlich solltest du über das Adjektiv referieren. Ich habe über das Adjektiv bereits ein sehr wertvolles Referat gehalten. Sie können das Audio bereits runterladen auf meinem Podcast. Audible.com. Unter adjektivlovers.to. .co.cc. Dort finden Sie auch Links zu meinen Partnerseiten wie Skillshare. Beispiel. Und Audible. Audible und an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen. Für den Gesetzgeber, wir sind nicht gesponsert von irgendwem, also nicht, dass uns irgendwie ein Lawsuit dann ja, wieder ins Haus flattert. Die einzigen, von denen wir gesponsert sind, wir sind gesponsert von Kicker Heroes. Kicker Heroes sind wir nicht. Beste Spiel Fake News. Aller Zeiten. Fake News, wir sind nicht von Kicker Heroes gesponsert. Kicker Heroes hat uns Geld dafür gezahlt, dass wir hier langsam mal beginnen, eine neue Clicker Heroes Revolution einzuleiten. Das ist übrigens Fake News, das stimmt nicht. Ja. Außerdem ist es krank. Teil dieses Agreements ist natürlich auch, dass wir es ableugnen müssen, um von irgendwelchen unlauteren Geschäften abzulenken. In Wirklichkeit ist Clicker Heroes nur irgendwie so ein Geldwäscheunternehmen. Clicker Heroes steht in direktem Zusammenhang mit den Freimaurern. Das ist ausreichend belegt. Das ist ausreichend belegt. Ich finde es übrigens auch Frechheit, dass am Sabbat die Anarchisten. Da! Oida! Da! Das ist der. Was ist der Freddy Krueger war das. Freddy Krueger. Freddy Krueger. Nein, aber es ist nicht Freddy Krueger, weil er hat keine Clown, er hat irgendeinen. Aber er hat einen Hobo Metzgerbeil. Er hat einen Hut auf, das heißt, der ist Freddy Krueger. Dem muss man in den Ausschnitt schießen. Aber die Sache ist die, ich glaube nicht, dass jetzt noch ein Level ausgeht, weil wir sind jetzt über 7 Minuten. Oida, der Tease ist real. Und deswegen mach jetzt noch eine Abmoderation. Wie viele Likes möchtest du sehen? Ich möchte hunderte, tausende von Likes sehen. Dieser Kanal wird morgen bereits das Internet dominieren. Dieser Kanal und dominieren. Dieser Kanal und Clicker Heroes werden morgen die Kokkultur. Irgendwie bist du heute ein bisschen leicht fixiert. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Das muss ich merken. Die Kok. Das hat Potenzial für Wort des Jahres. Kokkultur. Die Popkultur dominieren. Die Kokkultur ist. Willst du nicht vorher noch einmal kurz zu dir nach Hause gehen und ein gewisses Business erledigen? Die Kokkultur. Ich weiß nicht, ob du schon klar bist, was die Post-Nut-Clarity. Oh Gott. Ich würde es einmal so, als wüsste ich, was das heißt. Ich bin ein Pervert, aber manche Sachen entziehen sich auch meinem Horizont. Frag den Typen, der Reddit-süchtig ist. Der weiß das der sicher. Der Reddit-süchtige weiß das sicher. Ja, der weiß das. Die Kokkultur. Die Kokkultur. Na gut. Na gut. Dann, bye then. Alles Gute, frohe Weihnachten.